Wir begrüßen Sie zum Länderspiel. Frank Buschmann und Mani Wolkmann. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Sanchez. Sanchez. Ja, die beiden haben vielleicht ein bisschen zögerlich begonnen, aber dieser Treffer, der sorgt jetzt dafür, hoffentlich, dass der Knoten geplatzt ist. Kalter Goalgetter, kaum ist die Möglichkeit da und schon das erste Tor. Versuch der Balleroberung. Sanchez. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Die Möglichkeit. Kann er diese Flanke verarbeiten? Aber er kann den Ball nicht festhalten. Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Sanchez. Ein herrlicher Pass. Oh, neben den Sanchez. Aguilar. Sanchez. Jetzt wissen wir, warum er
Mannschaftskapitän ist. Er macht das Ding. Absoluter Chef auf dem Platz und wenn es drauf ankommt, zeigen hier, ich mach's. Das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Super Pass, genau. Oh, der Keeper spielt schön mit. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz super. Das ist doch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Sanchez. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Der unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit ab. Da liegt er doch. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Ja. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Gute Torchance. Die wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Ja, dann schaut er sich nach Hilfe um. Den Weg ins Tor gefunden hat. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Balleroberung im Mittelfeld.
dritte Angriff wurde gestoppt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Der Willi hat den Ball. Da liegt er doch. Der Ball kommt gut rein, trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier. Der könnte passen. Wird dieser Eckball jetzt hier die Partie entscheiden? Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslung. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Guck mal hin. Fußballspiel vorbei, der Schlusspfiff des Unparteiischen beendet.